Die Auserwählten kommen. Etwas ganz Wichtiges ist dies und es bedeutet, wenn die Auserwählten kommen, wenn die da sind, kann der Aufstieg auch geschehen. Das werden wir heute in diesem Video zusammen abklären, wer die Auserwählten sind, wer dazugehört. Auf jeden Fall gehören nicht die Schlafenden dazu, das ist ganz klar. Es ist also eine ganz besondere Sendung. Und ihr werdet natürlich die Auserwählten sehen. Ihr werdet sie mit eigenen Augen sehen. Und ich bin mir sicher, es wird für einige ein großes Aha-Erlebnis sein. Die Auserwählten machen den Aufstieg erst möglich. Denn ohne Auserwählte würde es keine Veränderungen auf der Erde geben. Dies würde alles so bleiben. Das ist ganz klar, diese Energie der Auserwählten, die ist besonders stark, die ist lichtvoll, sie lässt sich nicht von anderen beeinflussen, sie sind ja verantwortungsvolle Lichtarbeiter. Und es ist ganz wichtig, dass du auch heute hier bist und das hörst, denn deine Anwesenheit bringt auch Licht auf die Welt. Du musst dir mal überlegen, der Tag hat 24 Stunden, 24 Einheiten. Und wie du jetzt diesen Tag gestaltest, ob du es schaffst, alle 24 Stunden etwas Gutes zu tun, dann wow, bist du ein ganz starker, besonderer Lichtarbeiter. Und wenn vielleicht jetzt mal eine Einheit dabei ist, wo du unbeabsichtigt etwas tust, was nicht ganz so lichtvoll ist, dann kannst du das ja auch immer ausgleichen. Das ist das ganz Wichtige, um weiterhin Licht auf die Erde zu bringen. Du könntest spenden zum Beispiel oder einfach was Gutes tun. Und diese Lichtbringer, die sind ganz wichtig zur Unterstützung der Auserwählten. Denn deswegen kann das Licht sich ja nur ausbreiten, wenn ganz viele Lichtbringer da sind. Und alle von euch, die jetzt gerade diese Botschaft, diese Nachricht von mir bekommen und hören, sind sehr wichtig. Ihr alle seid dafür da und bestimmt, die Veränderung einzuleiten, die Veränderungen zu unterstützen. Es ist ja das, was wir möchten, dass endlich geschieht, dass es aufhört mit der ganzen mit dem Theater, sage ich jetzt mal, was hier sich abspielt und dass wir ja die fünfte Dimension endlich hier bei uns haben, beziehungsweise wir uns in der fünften Dimension mit unserem Denken befinden. Darum geht es und die Auserwählten sind da, um das tatkräftig herbeizuführen. Die Auserwählten sind auch bereit, hinter die Matrix zu schauen, um die Veränderung herbeizuführen. Es braucht immer Mut für eine Veränderung. Ich lese immer wieder mal in den Beiträgen unter verschiedenen Videos, was sollen wir tun, was können wir tun? Es ist ganz einfach, nicht zu allem Ja sagen, Nein sagen, sich gegen etwas entscheiden, die Bestimmungen der Regierung hinterfragen. Das sind alles Menschen. Das sind also in Anführungsstrichen Menschen. Und niemand muss machen, was die sagen. Eher mal Nein sagen, eher mal überlegen, was ist jetzt für mich gut, was ist richtig, wo ist es lichtvoll. Ja, und das zu hinterfragen, gibt dir dann die Kraft auch und bildet diese Gemeinschaft von Lichtarbeitern, welche den Aufstieg herbeibringen oder unterstützen. Und die Auserwählten, die tun das, die schauen hinter die Matrix, die sind nicht in der Angst, ja, die haben Mut zur Veränderung und sie schauen auch gerne hinter die Fassaden. Es werden ja auch viele Fassaden einfach mal vorne hin gebaut, ich meine jetzt energetisch, ja, Schutzwelle angebaut, wo man nicht so schnell dahinter schauen kann, was ist der Grund, warum ist dieser eine Mensch so. Die Auserwählten haben den Mut, dahinter zu schauen und dann auch da Licht hinzusenden, mit seiner Präsenz da zu sein und den Aufstieg zu ermöglichen. Und es ist ganz wichtig, dass du jetzt genau in diesem Moment hier bist. Denn ohne dich könnten wir jetzt gar nicht diese
dieses Video senden. Du bist maßgeblich wichtig. Und du wirst jetzt auch gleich die Auserwählten sehen. Du wirst es feststellen und du wirst ein Aha bekommen. Und es wird dir bewusst werden, ach so, ja, natürlich. So ist es. Ja, und jetzt bitte ich euch alle mal zu schauen, habt ihr einen Spiegel zu Hause? Dann holt jetzt bitte diesen Spiegel oder nehmt das Handy, schaltet das Handy ein, macht da die Spiegelfunktion an und schaut mal da rein. Schaut mal in den Spiegel und ihr werdet euch selbst sehen, euch selbst als den Auserwählten. Jetzt kommt die eine Frage. Und zwar, ihr kennt alle den Film Matrix, ja, und ihr kennt auch Neo, oder nicht alle, aber viele werden das davon wissen. Und Neo hat das Orakel gefragt, gehöre ich zu den Auserwählten? Dann hat das Orakel gegengefragt, fühlst du dich als Auserwählter? Und er hat Nein gesagt. Dann sagt das Orakel, dann gehörst du auch nicht dazu. So, das bedeutet für uns, du selbst ermächtigst dich dazu, zu den Auserwählten zu gehören. Du selbst gibst dir die Kraft und den Mut, ganz aktiv jetzt Ja zu sagen, ich gehöre zu den Auserwählten. Ich bin da für die Veränderung. Ich möchte aktiv den Aufstieg mitgestalten. Ich bin da. Ich bin ein Auserwählter. Dieses innere Wissen, diese Ausstrahlung, die gibt dir dann gleich so viel Kraft, dass du energetisch dich ausdehnst. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, ich dehne mich gerade kolossal energetisch aus, allein bei dem Gedanken, dass jetzt so viele Auserwählte hier sind und zuschauen. Und jeder, aber auch jeder, der dieses Video sieht und das in sich fühlt und so sich sagen kann, ja, ich fühle das auch, ich will ein Auserwählter sein, der wird ein Auserwählter sein. Es ist die Selbstermächtigung, zu sich zu stehen, zu deiner Entscheidung zu stehen, die dich selbst zum Auserwählten macht. Das ist wirklich das Allerwichtigste. Und deswegen seid ihr alle seid wichtig dafür, was auf der Erde geschieht. Das unterstützt ihr mit eurem Licht, mit euren Entscheidungen. Das sind die Auserwählten. Wir möchten doch die neue Welt. Und wir, diese Gruppe, wir halten zusammen. Wir verstehen uns, auch ohne, dass wir viel sprechen. Das ist einfach so. Und ich bin froh, dass du heute hier bist, dass du dazugehörst. Ich gebe euch nochmal in der Meditation eine Möglichkeit, sich selbst zu hinterfragen, möchte ich zu den Auserwählten dazugehören, die die Welt in die göttliche Ordnung bringen? Möchte ich dazu beitragen, dass das Neue sich vollziehen darf? Möchte ich mit meiner Liebe da sein und das unterstützen? Möchte ich austreten vom Kollektiv, von dieser ganzen globalen Beeinflussung? Und ich sage dir, jeder hat die Kraft dazu. Jeder hat die Kraft dazu. Man muss es nur wissen. Man sollte dieses Bewusstsein in sich suchen, denn jeder hat es. Und ich bin da, um euch zu unterstützen, um dieses Bewusstsein auszudehnen, sodass wir zusammen gemeinsam wachsen können. Ich wollte gerade zwei Worte zu einem machen. Das ist manchmal so, wenn die Gedanken schneller sind, als wie man spricht. Und dann kann sowas passieren. Also ihr Lieben, jeder ist ein Auserwählter, der es möchte. Ich finde, das ist so wichtig zu wissen. Es gibt niemand, der zu dir sagt, du bist auserwählt oder du bist auserwählt. Das ist so, wie wenn man jemand Aufgaben zuteilt. Es geht hier in dem Falle um das sich selbst auserwählt fühlen. Es hat nichts mit dem Christentum, mit der Bibel, mit Islam oder sonstigen zu tun, wo Gott Menschen auserwählt, um etwas zu tun, sondern es geht hier
um unsere Aufgaben, ob wir uns, denn jeder hat diese Aufgabe bekommen, letztendlich, der inkarniert ist. Es ist ja nicht so, dass wir hier aus Spaß auf der Erde sind, ja, leider, sondern tatsächlich diese Aufgabe, die Erde in die höheren Dimensionen zu führen, zuerst mit unserem Bewusstsein. Und alle, die zuschauen, haben diese Aufgabe bekommen. Alle, die jetzt zuschauen, haben schon mal Ja gesagt, ein Auserwählter zu sein. Denn über dieses Video werden genau die Menschen angezogen, ja, die diese Resonanz in sich tragen. Ursache und Wirkung, das ist ein kosmisches Gesetz. Und deswegen kann ich da auch ganz frei drüber sprechen, die kosmischen Gesetze, die wirken, ob du es willst oder nicht. Und so wird jeder, der dies anschaut, trägt den Samen des Auserwählten in sich, tätig zu werden, das neue Schöne zu bringen. Und ich bin gespannt auf eure Kommentare. Es kann schon sein, dass da einige auch dagegen sind, aber es muss einfach mal gesagt werden. Ja, in euch, in jedem Einzelnen ruht die Kraft und die Macht und die Stärke, die die Erde braucht, die das Licht braucht, die Gott braucht. Das ist wichtig. Gott braucht diese auserwählten Menschen, die selbst Ja sagen, ich gehöre dazu, ich bin ein Auserwählter, ich bin deswegen hier. Und wenn du jetzt in den Spiegel schaust und siehst, ich sagst, oh wow, ich gehöre dazu, ich bin es. Dieses aktive Ja-Sagen, in dem Fall zu dem Auserwähltsein. Und dann bekommst du eine ganz andere Präsenz, eine ganz andere Stärke. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid und ich freue mich auch auf den 1. Juni, wo wir den Akasha-Heiler für unsere Kanalmitglieder machen, anbieten werden. Und ihr findet ja auch alles in den Community-Tab und ich sage vielleicht auch nochmal was auf Telegram dazu. Zu den Auserwählten werde ich auch nochmal was sagen. Ja, und jetzt fangen wir mal an mit dieser Meditation. Ich brauche gerade mein Ursprungslicht. Und alle Links findet ihr unter dem Video, da könnt ihr immer mal schauen. Alle wichtigen Links sind da, wo ihr nachschauen könnt, was ich gerade so erzählt habe. Und ja, jetzt beginnt die Energie schon zu fließen. Ich soll noch die neue Zeit nehmen. Mache ich auch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und Freude und Kraft jetzt mit der geführten Meditation für die Auserwählten, sich selbst zu erkennen. Geliebter Mensch, voller Freude spreche ich heute zu dir, umhüllt vom Schutz aus Gottes Gedankenfeld, umhüllt von Liebe und Dankbarkeit, dass ich heute hier sein darf. Geliebter Mensch, fühle die Kraft, und fühle die Liebe, welche jetzt in diesem Moment zu dir strömt. Denn es ist die Liebe aus Gottes Gedankenfeld, welche dich jetzt erreicht und welche, wenn du es erlaubst, dein Herz öffnet. Durch diese Herzöffnung erhöht sich deine Energie und du wirst ganz ruhig. Deine Aura dehnt sich aus
und du bist bereit zu empfangen, die Liebe Gottes zu empfangen, die Weisheit Gottes zu spüren. Denn es ist die Weisheit, welche dir sagt, schaue nun noch einmal in deinen Spiegel. Schaue dort hinein und erkenne das Licht deiner Seele. Blicke in dein eigenes Seelenbild. Blicke in deine eigene Energie. In deine Aura. Spüre deine Energie. Und dann spüre auch dieses Ja. Dieses Ja. Ich bin ein Auserwählter. Ich gehöre dazu, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Lass dir nun ein wenig Zeit, damit die Gefühle dich berühren können, damit deine Seele zu dir sprechen kann. Vielleicht erhältst du Bilder, Visionen, was du tun kannst. Vielleicht siehst du dich in einer großen Gemeinschaft zusammen manifestieren. Zusammen das Licht auf die Erde tragen. Die Kraft der Veränderung, welche das Große und Ganze unterstützt. Spüre deine Bestimmung. Und spüre deine Kraft. Spüre deine Position. Finde deine Stelle. Finde deine Aufgabe. Es ist die Liebe Gottes, welche dich unterstützt. Es ist die Liebe Gottes, welche dir Kraft sendet. So nimm diese Kraft voller Freude an. Und so wird sich dein Licht noch mehr ausdehnen, noch heller strahlen. Und du wirst in deinem Innersten spüren, ob du dazugehörst. Die Engel singen deinen Namen. Sie singen die Töne der Liebe und sie tragen dich hinauf in die höheren Dimensionen des Lichtes, dorthin, wo du dich ganz intensiv spüren kannst,
dorthin, wo dein Verstand still ist und du nur deine Seele spürst. Dorthin, wo du dein wahres Sein spürst. Dorthin, wo du spürst, wer du in Wirklichkeit bist. Und so nimm dieses Gefühl. Nimm dieses Gefühl mit in dein tägliches Leben. Denn dieses Gefühl wird dich immer wieder daran erinnern, wer du bist, was deine Aufgabe ist. Das Licht wird dich stärken. So bedanke ich mich bei dir. Ich bedanke mich sehr für dein Licht und deine Liebe und schließe jetzt meinen Kanal. Und du kommst langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück, bist auch vollkommen wieder da, bewegst Hände und Füße, öffnest die Augen und lächelst, lächelst voller Freude über diese Erkenntnis und über diese Kraft, die du heute erhalten hast. Ich wünsche euch allen eine Zeit der Kraft und Stärke, voller Licht und Gottes Liebe. Ein Küsschen, bis zum nächsten Mal.